Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt! Jetzt gib Gas! Gib Gas! Das hat noch nicht so gut funktioniert. Hey! Ganz toll, Kleine! Bill, lass gut sein. Ellie, wir versuchen es nochmal. Konzentrier dich! Ja, wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Mist! Da drüben, Vorsicht! Oh, Mist! Ich höre noch was. Warte. Das war's. Zurück zum Truck. Wir sind zu langsam. Schieb weiter. Schieb weiter. Hey, am Haus vorbei. Rechte Seite. Komm, lad nach, lad nach. Schieß doch nicht aufs Auto. Weiter. Das machen wir. Komm schon, das muss doch funktionieren. Hast mir den Tag versaut. Das weißt du, Joel, hm? Okay, die andere Seite, links! Okay, Ellie, halt dich bereit! Die muss auf den Hügel! Immer schon wieder ein spontaner Seitenwechsel. Okay, Ellie, jetzt starten! Das an. Ja, und die Infizierten hören das auf. Wir müssen in den Truck. Joel, lass es. Wir müssen weg. Los, los. Gib Gas. Ja, nun. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Naja. So würde ich das jetzt nicht sehen. Sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Solltest du schlafen. Okay. Ja, nun. Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Ja. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, na, besser als nichts. Oh, das hier
wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Oh Gott. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Schon heftig, ne, wie sie das alles verändert hat. Vorsicht! Bitte! Oh Mann! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Ja, nun. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Dann komm raus. Schnell. Komm her, du Mist. Lass mich Luft, du blöder Sack. Verdammt nochmal! Was ist bloß los mit dem? Atme durch! Los gehen wir! Okay. Achtung! Mist! Bleib unten! Ja nun. Okay. Dort links! Oh Gott. Hey, du Schisser! So, meine da hinten kommen noch mehr. Weiß wahrscheinlich. Ja. Da ist Ellie und. Moment! Immer mit der Ruhe! Alles ist cool, Mann! Nee. Definitiv nicht. So. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut.
Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Zu Befehl. Komm, wenn wir eh nur die Möglichkeit haben, dann nehmen wir davon noch ein neues mit. Wir suchen jetzt mal am besten alle mal durch, ob hier noch irgendwo Munition. Nee. Munition liegt. Oder generell, ob hier überhaupt noch irgendwas Brauchbares liegt. Unsere Gesundheit ist voll. Hier könnten wir noch was öffnen. Na, immerhin. Besser als nichts. War ja irgendwie zu erwarten, dass sowas kommen muss. Siehst du was? Nee, bis jetzt sehen wir noch nichts. Gehen wir mal in das Geschäft oder in das Haus hier nochmal rein. Aber hier sieht es erstaunlich leer. Oh, hier? Was konnte man da nochmal? Ah, hier. Eine Schublade öffnen. Ah. Sehr schön. Ja gut. Haben wir zufällig... Davon haben wir jetzt aber wieder 7 Stück tatsächlich. Da laden wir die auch mal durch. Gehen gleich zu Ellie. Wie gesagt, wir gucken nur, das war... Nichts Brauchbares irgendwie liegen lassen. Wie sowas hier zum Beispiel. Von denen hat nicht zufällig jemand nochmal irgendwie Munition liegen lassen. Wir haben auch einen Ziegelstein. Da auch noch. Gut. Wechseln wir doch mal wieder auf die. Wenn wir dafür jetzt mehr Munition haben. Und dann schauen wir mal, ob wir das Garagentor öffnen können. Na los! Okay, jetzt. Versuch es, mit irgendwas aufzuhebeln. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Okay, lauf! Okay, es geht schon. Es geht schon. Dann sehen wir uns mal dieses ultra krasse Zeug an. Da. Oh. Ich verstehe. Rauchbomben erzeugen eine Wolke, die die Sicht des Feindes blockiert. Außerdem betäuben sie Feinde beim Aufprall. Was? Außerdem betäuben sie Feinde beim Aufprall? Möglichen ist dir damit... Ah, um zurück. Ahaha, okay. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Hier ist noch was zum Lesen. Fünfter, achter, Schuhe 4-mal, Jacke, sonstige Kleidung 6-mal, Reifen 4-mal, diverse Medizin 2-mal, Kochgeschirr. Sechster, achter, Schuhe 2-mal, diverse Kleidung 3-mal, Rucksack, Konserven 3-mal, getrocknetes Essen 4-mal. Siebter, achter, Schuhe 4-mal, Jacken 2-mal, diverse Kleidung 7-mal, getrocknetes Essen 2-mal. Achter, achter, nichts. Alle waren zu beschäftigt, dieses verrückte Huhn zu jagen. Welches verrückte Huhn? Drin haben wir
und nichts. Nee, sah jetzt nicht mehr so aus. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und bringst du viele Unschuldige um? Ja. Das heißt dann wohl ja. Versteh es, wie du willst. Hm. Naja. In so einer kranken Welt, oder sagen wir so in einer krassen Situation, muss man wahrscheinlich alles irgendwie tun, um zu überleben. Da ist ja wahrscheinlich auch jedes Mittel irgendwie recht. Da haben wir noch was, was wir uns angucken können. Ah, voll. Können wir denn irgendwas herstellen? Davon? Ja, da fehlt uns Zucker. Davon können wir mal eine herstellen, dass wir mal ein bisschen wieder was von allem mitnehmen können. Wir haben 40 davon, aber brauchen 50. Weil ich, wie gesagt, würde unsere maximale Gesundheit am ehesten erhöhen. Kapitel 2. Verbesserte Effektivität, Erste-Hilfe-Maßnahmen auf dem Feld. Schienungen. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Erstens, stabile Gegenstände eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch gerollter Stoff. Zweitens, Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil bewegungsunfähig zu machen. Wenn möglich, sollten Gelenke ober- und unterhalb der Verletzung ebenfalls eingeschient werden. Drittens, die Schiene muss sicher ober- und unterhalb der Verletzung befestigt werden. Knoten direkt über der Verletzung sind zu vermeiden. Viertens, durch Abtasten des Bereiches abseits der Verletzung kann eine angemessene Durchblutung der übrigen Extremitäten gesichert werden. Ah, okay, unsere Medikits sind jetzt also um 33% stärker. Das ist doch auch mal eine schöne Nachricht. Was haben wir denn hier? Eindringlinge werden erschossen. Auf Überlebende wird noch einmal geschossen. Sehr, sehr tiefgründig. Oh, eine Werkbank. Okay. Was ich hier auf jeden Fall hochpacken würde. Das. Zum Nachladetempo sage ich natürlich auch nicht nein. Die braucht ja doch schon ein bisschen länger zum Nachladen. Und Rückstoß. Den Rückstoß nehmen wir auch definitiv runter. Dann wär's das. Mehr können wir ja eh nicht machen. Ja. Sieht gut aus. Also, wenn wir davon jetzt nur noch eine haben, aber ich habe ja die Hoffnung, dass wir davon noch mal ein bisschen was bekommen werden. Infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier! Wie wär's, wenn ich vorgehe?
Und dann nicht so laut.